Am Anfang kommt auf jeden Fall immer etwas über das Knoppix Live-System, was es früher, also bei der ersten Veranstaltung, noch auf CD gab, dann später auf DVD, allein auf der Größe, umgezogen ist. Mittlerweile hat auch keiner mehr ein DVD-Laufwerk und deswegen kopiere ich es immer auf einen USB-Stick. Die Version jetzt ist brandneu, die ist also noch nicht irgendwo auf einem Webserver released. Man darf die trotzdem weitergeben. Die enthält noch ein paar Extras bezüglich der üblichen Download-Version, die wir für den Kurs brauchen können oder die auch einfach nur zum Angucken sind. Um den Rechner von USB starten zu lassen, gibt es heutzutage auch die Hürde über das UEFI. UEFI ist ja so eine Art Schadsoftware-Verhinderungs-Boot-Modus. Zumindest wird es dafür häufig eingesetzt. Das verhindern soll, dass was anderes gebootet wird als das Betriebssystem, was auf dem Rechner ist, nämlich in der Regel ein Windows. Geht aber trotzdem. Knoppix hat einen von Microsoft signierten Bootloader. Ja, wie wir das geschafft haben, lange Geschichte. Und der bootet grundsätzlich auch auf Rechnern mit eingeschaltetem UEFI Secure Mode, aber wirft am Anfang so ein blaues Bild, wo man dann erstmal denkt, jetzt ist was abgestürzt oder es geht nicht. Aber wie es dann weitergeht, dass es trotzdem startet, kann man, wenn man wenn man googelt nach Knoppix UEFI, kommt man rasch auf die Seite, wo die Anleitung steht. Ne? Also dieses Bildchen, wo steht Fail to Start Loader, da geben viele halt schon auf. Da steht aber, was man machen soll. It should be called loader.efi im aktuellen Verzeichnis. Ist also eine Datei loader.efi auf dem Stick und die soll man jetzt enrollen mit ein paar kleinen Schreibfehlern drin. Dazu gibt es ein sogenanntes Hash-Tool und das trägt die signierte Prüfsumme dieses Bootloaders im BIOS des Rechners ein und damit akzeptiert er dann in Zukunft diesen USB-Stick als UEFI Secure Boot bootfähigen. Ja, die einzelnen Schritte sind dann hier noch erklärt, was man wo anklicken muss. Wie gesagt, diesen Loader.efi am Schluss auswählen. Dann kann man sich nochmal die Prüfsumme angucken, wobei man da nicht viel sehen wird, außer dass sie da ist. Und am Schluss geht man mit Exit raus und dann bootet das System. Ohne den üblichen Pinguin am Anfang, aber mit der Meldung UEFI Boot und von dort aus kann man dann auch Knoppix von USB-Stick starten. Ja? Bei einigen Rechnern gibt es gar kein BIOS mehr, wo man das umschalten kann. Da drücke ich immer auf Verdacht die Tasten F8 bis F12 wild durch und hoffe, dass ich irgendwann die gefunden habe, dass die das Bootmenü anzeigt, wo der Stick dann als UEFI Boot Stick drin steht oder eben als ganz normaler bootfähiger USB-Stick. Manche Rechner, da muss man wirklich ins Windows reingehen und sagen, das nächste Mal möchte ich gerne von USB booten. Der Fall kommt selten vor, aber er existiert. Ja, bei Ihnen? Ja, beim Surface, ja, das stimmt, beim Surface ist das wohl so. Da ist Windows auch im BIOS mit integriert und da geht alles nur grafisch. Und wenn das Windows mal nicht mehr bootet, dann ist es vorbei, dann muss man den Rechner einschicken. Auf dem Apple geht es übrigens auch. Ja, da wird er als UEFI-Stick angezeigt. Der Bildschirm bleibt eine Weile schwarz. Ja, der kann erst wieder Grafik anzeigen, wenn er den passenden Grafiktreiber geladen hat. Also diese üblichen Textmeldungen, die sieht man in diesem UEFI-Modus nicht. Aber grundsätzlich bootet es auch auf Intel oder AMD Apple-Computern. Gut, ja, und wie ich jetzt inzwischen gelernt habe, sterben auch USB-Sticks aus. Jetzt fragt man sich natürlich, worauf speichern denn die Leute in Zukunft? Und da ist halt auch schon wieder das Thema Industrie 4.0 und Cloud aktuell, wodurch die DSGVO tatsächlich so ein bisschen Bewusstsein entstanden ist, welche Daten landen wo und darf ich das überhaupt? Finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wo geht es dann mit bootfähigen Betriebssystemen hin? Knoppix kann auch, und das schon seit Anfang an eigentlich, haben wir bisher im Kurs nie benutzt, aber könnten wir mal ausprobieren, übers Netzwerk gebootet werden. Das heißt, ein Rechner im Klassenzimmer bootet ganz normal von USB-Stick und alle anderen Rechner im Klassenzimmer booten dann von dem. Ja, das unterstützt Knoppix auch. Dafür gibt es im Knoppix-Menü einen Punkt Knoppix Terminal Server starten. Der hat so einen komischen Namen, weil das Ding unter Windows halt auch Terminal Server heißt. Daher kennen es vielleicht die meisten. Knoppix Terminal Server starten. Und dieser Punkt startet dann einen DHCP, PXE, TFTP Server und einen NFS Server. Und von dem können die anderen Rechner im Netz dann booten.
Bitte nicht jetzt jeder dieses Ding starten, weil das stellt ja auch einen eigenen DHCP-Server zur Verfügung. Dann haben wir im Netz zu viele DHCP-Server, die alle IPs verteilen. Irgendwann werden dann welche doppelt vergeben und dann bricht uns das Netz zusammen. Sollte man wirklich nur machen, wenn man ein Klassenzimmer hat und ein einziger Rechner soll als so ein Knoppix Terminal Server booten. Gut, ja, Knoppix in der Cloud war auf der CeBIT dieses und letztes Jahr auch schon ein Thema. Es sind auch entsprechende Tools installiert. Und wenn jetzt auch noch die Rechner aussterben sollten, und der Trend geht ja durchaus dahin, dass die Kinder gar nicht mehr wissen, wie man eine Tastatur bedient, sondern nur noch die Daumen zum Tippen für Smartphones und Tablets benutzen können, dann muss ich mir auch was überlegen, wo es mit Knoppix hingehen soll. Denn ein Smartphone- oder Tablet-Betriebssystem zu bauen und zu warten, wo man für alle 2000 verschiedenen Geräte verschiedene Kernels anbieten muss, das schaffe ich nicht. Dafür gibt es das Lineage OS. Vielleicht ist die Zukunft von Knoppix dann einfach so als App, die eine Arbeitsumgebung zur Verfügung stellt und auf einem anderen Betriebssystem Open Source installiert wird. Gut, zu meiner Person, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin eigentlich gelernter Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, habe sehr spät angefangen, mich mit Computern zu beschäftigen. Und mich haben eigentlich weniger die Computer fasziniert als die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Und so kam ich eben auch schnell auf das Thema Linux und Open Source, weil da eben diese Philosophie des Teilens und Wissen weitergeben und nichts verstecken so interessant war. Ich hatte immer viele Fragen und die Antworten kamen immer von Leuten, die ein Open-Source-System benutzen und nie von irgendjemand, der proprietäre Software schreibt. Ja, der sagte immer, ja, kauf die neue Version oder lies das Handbuch oder bestell das und das dazu und für alle anderen Fälle ruf den Microsoft-Support an. Ja, und das war halt nichts für mich. Ich wollte immer wissen, wie die Dinge aufgebaut sind. Als Elektrotechniker nimmt man ja gerne Sachen auseinander, schaut nach, was drin ist und baut sie dann wieder zusammen. Und manchmal gehen sie danach auch noch. Genau das habe ich mit einem Linux gemacht, weil mich interessiert hat, wie es funktioniert und wie man das auf einen Datenträger bekommt, der dann ohne Festplatteninstallation einfach funktioniert. So ist die erste Knoppix-CD entstanden, auch nach vielen Fehlversuchen des Brennens mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Ansätzen für die Hardwareerkennung. Später passte die viele Software, die es dann für Linux gab, nicht mehr auf eine CD. Da bin ich auf DVD umgestiegen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, von CD zu booten. Dafür ist auf dem Image ein ganz kleines CD-Image drauf, was man auf CD brennen kann und für Rechner verwenden, die noch nicht von USB-Stick oder DVD starten können. Dann startet man von CD mit eingestecktem USB-Stick und die wechselt dann automatisch auf den USB-Stick, sobald der erkannt wurde. Also es gibt bisher keinen Rechner, wo es nicht gebootet hätte, wenn die CPU die richtige ist, also Intel oder AMD. Der Befehlssatz ist auf die Binaries ausgelegt, die auf der Knoppix drauf sind. Knoppix auf Raspberry Pi ist nicht so einfach, weil es ein anderer Befehlssatz der CPU hat, andere Hardware-Architektur. Da hat es aber auch schon Experimente gegeben, Knoppix dort zu portieren und auf SD-Karte ein ganz eigenes ARM-Linux drauf zu machen. Das ist so ein ongoing Project, was ich immer mal so ein bisschen weitermache, wenn es ein konkretes Projekt gibt, wo sich das lohnen würde. So, genau, da sind wir immer noch bei Orga. Was haben wir noch? Irgendwie tut diese Seite nichts mehr. Bitte? Hat sich die IP vielleicht geändert? Die Adresse? Das könnte sein. Index. So. 1921. Bisher. Sie geht nur zum Dollar 80. Ja, geht man nicht hin. Das ist ein Netzwerk, oder? Nein, das Netzwerk stimmt. Ich komme gar nicht drauf. Ich habe 192 oder 102 Adressen. Ja, die habe ich. Ich verbinde mich einfach nochmal neu, vielleicht kriege ich dann eine neue IP. Ne, ich habe die gleiche bekommen. Ihr könnt ja versuchen, euch nochmal neu zu verbinden, vielleicht bringt es was und man kommt drauf. Also zumindest mal scheint die IP zu stimmen.
Wenn jetzt das Netzwerk oder bestimmte Access Points IP-Isolation haben, dann haben wir ein Problem. Dann kann nämlich innerhalb dieses 192.168.2er Netzes kein Rechner einen anderen Rechner erreichen. In dem Fall müssten wir wirklich ein eigenes Netz aufsetzen. Wäre dann was für die heutige Nachtsession für mich. Ja, mache ich dann. Bitte? Genau, Knoppix-Tage, aber es reicht, wenn man auf die IP geht, dann kriegt man diese Übersicht angezeigt und da kann man es dann einfach anklicken hier unten. Ja. Zum OpenSCAD-Kurs habe ich auch schon was abgelegt und wer sich für Raspberry Pi interessiert, findet hier die Unterlagen vom letzten Raspberry Pi-Kurs von Herbert Jax. Also, bei wie vielen geht's? Fangen wir mal so, 1, 2, 3, ja. Ich vermute mal, dass die anderen mit einem anderen Access Point verbunden ist, der zwar im gleichen IP-Bereich arbeitet, aber keine Verbindung zu dem anderen erlaubt. Also ja, dann müssten wir... Internet aus die Klugen. Gut, wenn man aus dem Netz rausfliegt, ist das natürlich auch weg, dann einfach probieren, neu zu verbinden. Ich zeige die Sachen ja auch immer auf dem Beamer, also es ist jetzt nicht tragisch. Ich lade die dann auch später hoch und dann könnt ihr sie von knopper.net runterladen. Das sollte auf jeden Fall erreichen. Bitte? Stimmt, gute Idee. Allerdings, wenn ich das ISO-File jetzt hier auf dem Rechner ablege und alle ziehen sich das per WLAN, wäre schlecht. Ich würde sagen, ich verteile das dann auf die Sticks. Genau. Wird auf den gleichen, auf den 8 GB Stick wird es nicht mehr drauf passen, zusätzlich zu dem Rest. Aber wenn ihr mir einen Stick gebt, dann kann ich euch das ISO einfach drauf kopieren. Das ISO ist ein bisschen größer, als auf eine DVD drauf geht und es liegt an dem Arduino-Tool, was ich drauf gemacht habe. Dann müsst ihr entweder überbrennen oder direkt aus dem ISO einen USB-Stick machen. SM. Ja, also das ist das zugehörige ISO. Und erlaubt sind eigentlich nur 4,7 Gigabyte. Ne? Wir sind jetzt hier bei 4.900 und so weiter. Das ist für eine DVD eigentlich schon viel zu groß. Da müsste ich was rausnehmen, um das tatsächlich auf DVD zu brennen. Aber auf Stick geht's halt. Und man kann dieses ISO auch direkt mit DD auf einen Stick drauf machen. Da sind wir eigentlich schon hier beim Thema... Wie mache ich einen Knoppix-USB-Stick? Sollte gehen eigentlich. Ja, mit einem Brennprogramm. Ja, das stimmt. Also mit dem Double Layer müsste es gehen. Oder ich schmeiße, wie gesagt, die Arduino-Sachen raus. Dann passt es genau auf einen Single Layer drauf. Oder ihr nehmt euch einfach die... Linux Magazin Edition mit, die steht irgendwo, ich glaube bei den 3D-Druckern in so einem kleinen Karton, da sind gepresste DVDs drauf, noch von der CeBIT, von der 8.3er Version, die mit der 8.2er bis auf die Sachen fürs Linux Magazin identisch ist. So, dann muss ich nochmal in die Unterlagen rein. So, dann schauen wir mal, was es auf der Knoppix Neues gibt. Ja, um diesen Workshop-Charakter etwas mitzutragen, würde ich dann auch empfehlen, für die, die es wollen und die es nicht gerade mitschreiben möchten, was auch nicht notwendig ist, weil es steht ja alles in der Folie eigentlich drin, können ihren Rechner mal probieren, mit dem USB-Stick zu booten. Falls es irgendwo Probleme gibt beim Starten, auch mit diesem UEFI oder so, dann komme ich gerne vorbei und helfe ein bisschen, dann kann man sich diese Sachen alle mal live angucken. In der aktuellen Version, die es aktuell eigentlich erst seit heute gibt,
ist der Kernel 4.17.13 drin. Das ist zwar nicht ganz der neueste, der allerneueste wäre 4.18, aber für diesen Kernel sind die DRM-Module für das Xorg, also für den Grafikserver, schon fertig. Und der funktioniert gut und da ist auch der Bug behoben, dass der QEMU nicht starten will mit dem beschleunigten Modus. Der ist erst seit den neueren 4.17er Versionen wieder repariert. Aktuelle Hardware-Unterstützung, also alles, was vom 4.17er Kernel an Hardware unterstützt wird, wird von Knoppix auch gefunden. Auch hier haben wir wieder zwei Kernels, nämlich eine 32-Bit- und eine 64-Bit-Version. Ich muss gerade mal gucken, ob ich einen Stick in der Tasche habe. Jetzt habe ich gar keine Knoppix in der Tasche. Hat jemand diese Sticks gerade? Ja, dann nehme ich mir mal einen raus und dann können wir mal drauf schauen, was da drin ist. So, ja, das ist das, was man sieht, wenn man auf die DVD oder auf den USB-Stick klickt. Da ist einmal ein Verzeichnis Boot, wo man schon mutmaßen kann, dass da alles drin ist, was man braucht, damit das Ding überhaupt startet von USB oder von ISO. Dann ist hier ein EFI-Verzeichnis, was auf der DVD eine separate Partition ist. Jetzt haben DVDs ja eigentlich gar keine Partitionen. Das ist ein Trick, eine DVD zu partitionieren, sodass sie direkt mit DD auf einen USB-Stick kopiert werden kann. Da sind dann die Daten drin, die dieses UEFI Secure Boot System braucht. Und der Loader.EFI ist, wie gesagt, dieses digital signierte Ding, wo man dann eintragen kann im BIOS, ich möchte erlauben, dass diese Datei starten darf auf meinem Rechner. Und das merkt er sich dann einmal. Das Tool zum Eintragen, was diesen blauen Bildschirm zeichnet, ist dieses Hashtool.EFI und die Datei bootx64.EFI. Das ist der Pre-Bootloader, der eben diesen UEFI Secure Boot Check macht. Für Rechner, die nur 32-Bit haben und trotzdem UEFI, es dürfte eigentlich sowas gar nicht mehr geben, aber der Vollständigkeit halber ist ja dieser Bootloader auch noch drauf. Mag ja sein, dass noch so ein paar ältere Systeme existieren. Macht er das auch, aber der kann dieses Secure Boot noch nicht. Ich glaube, die 32-Bit-Rechner können das auch generell noch nicht. Gut, dieser Loader lädt eigentlich nichts anderes als den SysLinux-Bootloader in der EFI-Variante und ab da bootet es dann weiter von dem Hauptverzeichnis Boot. Ja, da sehen wir die Dateien drin, die für das Bootmenü notwendig sind. Das sind einmal die Nachrichten, die am Bildschirm angezeigt werden und die beiden Kernels Linux und Linux 64. Das ist der statische Teil des Linux-Kernels, der enthält alle Treiber, die man braucht, damit das System überhaupt erstmal losläuft. Diese C32-Dateien, damit kann man sich einen eigenen Bootloader basteln, der dann zum Beispiel mit Tastatur oder teilweise auch mit Maus-Unterstützung bedient werden kann. Ich präferiere ja eigentlich diesen ganz einfachen Text-Bootloader, weil der wirklich auch auf den ältesten Rechnern funktioniert. Und dieses IFCPU64, das ist ein Programm, das überprüft, wie viel Bit die CPU unterstützt. Je nachdem wird automatisch der 64-Bit-Kernel oder der 32-Bit-Kernel gestartet. Das ist also auch Teil von dem Knoppix-Boot-System, diese Autoerkennung, und dafür sind diese vielen Dateien in dem Verzeichnis drin. Ja, startet man Knoppix? Das kann ich mal simulieren, indem ich diesen virtuellen Knoppix-Rechner einmal reboote. Ja, wieder das zu viele Fenster auf dem Bildschirmproblem. Ah, das sollte weg. Reboot. Ja, damit simuliere ich mal einen Reboot im QEMU und dann können wir uns angucken, wie die Knoppix 8.2.1 von, in dem Fall wird eine DVD simuliert, von DVD startet. Das war jetzt zu schnell. Okay, das war zu schnell, so schnell wollte ich gar nicht. Ich bin heute noch zum Klicken etwas zu müde anscheinend. Ich stelle immer die Fenster um, statt dass ich das Programm verschiebe. So, dann machen wir das Fenster am besten zu.
Damit ist das Problem dann erstmal gelöst. Ja, diese Explosionseffekte sind übrigens noch nicht drin. Die kommen wieder in der nächsten Version von Knoppix rein. Viele mögen die nicht, deswegen sind die defaultmäßig abgeschaltet, aber zumindest mal sind sie wieder möglich mit der aktuellen Version von Compiz. So, das ist der QEMU, der startet mir diesen Emulator und in dem kann ich zum Beispiel auch das Bootmenü mal anzeigen lassen von einem simulierten Rechner. Die erste Hürde beim Starten eines Live-Systems ist ja immer, wie kriege ich meinen Rechner überhaupt dazu, das zu starten. Und die meisten Rechner haben ja noch eine Möglichkeit, über eine Tastenkombination am Anfang ein Bootmenü aufzurufen, in dem ich dann auswählen kann, von welchem Datenträger ich booten möchte. Und auch in dem simulierten PC über den KVM QEMU ist dieses Menü da. Dort kriege ich es mit Escape hin. Auf einem Asus iPC ist es auch die Escape-Taste. Alle anderen Rechner verwenden eigentlich irgendeine Taste F8 bis F12. Und ja, einige geht es auch nur, wenn ich mit F2 ins BIOS reingehe und dort die Bootreihenfolge komplett umschalte, was dann wieder dazu führt, dass man später verwirrt ist, wenn das Windows nicht mehr starten will. Ja, also da muss man jetzt die Tastenkombination irgendwie rausfinden, damit er überhaupt anzeigt, dass ich einen bootfähigen USB-Stick habe. In diesem Fall ist mein bootfähiges Medium eine simulierte DVD. Das ist einfach diese ISO-Datei, die wir eben gesehen haben. Nummer 1, DVD, CD, QEMU, DVD, ROM. Ja, und wenn ich von dir booten möchte, tippe ich hier die 1 und bekomme meinen Bootscreen mit dem Knoppix Pinguin. Die beteiligten Dateien an diesem Bootscreen sind die Datei Logo.16. Das ist dieser Pinguin, der im 16-Farbmodus auf der Textkonsole dargestellt werden kann. Hat wirklich nur 16 Farben. Unten drunter, dieser große Text ist ebenfalls in diesem Logo.16 drin. Der beschreibende Text weiter unten, Hilfe zu den Bootoptionen mit F2, die Versionsnummer und so weiter, die ist in der Datei boot.message drin und diese Meldung Boot, die kommt vom Bootloader SysLinux. Alle diese Sachen finden wir ja hier in dem Ordner wieder, den wir uns eben angeguckt haben. Die Boot-Message mit dieser Textnachricht, dann den Bootloader SysLinux.LD-Linux.230 ist ein Teil davon. Im Hauptverzeichnis gibt es auch noch einen ldlinux.sys, ja, das ist auch Teil dieses Bootloaders, wo ein Teil davon auf dem Master Boot Record ist. Also in dem Bootverzeichnis kann man diese Sachen alle ändern. Und möchte man die Default-Boot-Optionen, also in welcher Sprache es zum Beispiel startet, ändern, dann greift man sich diese syslinux.cfg raus, öffnet die mit einem beliebigen Texteditor, ich nehme mal den Leafpad, und dann kann man hier zum Beispiel die Sprache umstellen. Von langgleich.de auf langgleich.at, österreichisch, wird man keinen Unterschied sehen. Steyr.st, das ist aber was anderes. Ja, PL, RU sollte gehen. CN, da fehlen ein paar Zeichensätze für Chinesisch, aber grundsätzlich geht es auch. Ja, und da sieht man auch ein paar weitere Optionen. Dieser Krempel hier hinten, der ist ein kleiner Trick, damit man in einem Read-Only-ISO-DVD-Image mit einem Hex-Editor neue Optionen einfügen kann, ohne die Größe der Datei zu verändern. Ja, viele fragen danach, wofür sind diese ganzen Doppelkreuze? Das ist einfach Platz, damit die Datei größer ist für Änderungen, die man dann ohne Dateigrößenänderung zurückschreiben kann. Und das eigentliche Booten findet hier statt. Dieses Default-Auto sagt, geh hier hin und such dir den richtigen Kernel aus, 64 oder 32 Bit, und boot dann mit der entsprechenden Option Knoppix 64 oder Knoppix. Kann man natürlich auch manuell machen. Die Optionen, die hier hinten stehen, die beeinflussen, wie das System startet. Standardmäßig sollte bei den meisten Knoppix 64 zutreffen. Das wäre also mit langgleich.de. APM gleich Power Off. Ältere Rechner, die noch keine ACPI-BIOS haben, schalten sich dann über das APM aus, wenn der Rechner runterfährt. Das ist ganz wichtig. Die Initial RAM Disk, die enthält ein ganz kleines Minisystem mit einer Shell, die den Rechner erstmal so weit hochfährt, dass er die DVD findet und einbinden kann. Wenn das fehlt, dann stürzt das Ding mit einer Kernel Panic ab. Deswegen habe ich hier auch diese Warnung untergebracht. Bitte beim Schreiben von Knoppix auf Datenträger keine Tools wie UNET Bootin oder sowas ähnliches verwenden.
irgendwo am Anfang sein. Ja, genau hier. Niemals UNET-Boot-In oder Ähnliches verwenden, weil die lassen diese Mini-RAM-Disk weg und dann startet das System nicht mehr richtig, weil die DVD gar nicht mehr gefunden wird. Also wenn man das ISO auf den Stick kopieren will, entweder unter Linux das DD verwenden und einfach das ISO-Image auf den Stick drauf brutzeln oder mit CP geht es ebenfalls. Unter Windows macht das Programm Etcher. Etcher erwartet ein Image und brennt das oder schreibt das 1:1 auf einen USB-Stick oder den guten alten Disk-Image-Writer 32-Bit, der macht das auch. Etcher ist wahrscheinlich die modernere Variante. Ich meine nicht, oder? Gibt es Etcher für Linux? Ich schau mal. Putty gibt es für Linux, habe ich gesehen, aber Etcher für Linux. Zumindest mal ist es ein Open-Source-Programm. There was a separate track for each Mac, Windows, Linux and several manuals. So was anderes. Etcher, Download for, tatsächlich, für Linux gibt es den auch. Hätte ich nicht gedacht. Guter Tipp. Wäre ein grafisches Frontend. Ich benutze einfach CP oder DD, weil die Programme bei jedem Linux mit dabei sind. So, aber wie gesagt, UNET Boot-In macht was anderes. UNET Boot-In versucht, eine von Stick oder DVD bootende Linux-Distribution aus einer Standard-Distribution zu bauen und das geht im Fall von Knoppix ganz gewaltig schief. Ich kriege inzwischen sehr viele Mails, die alle sagen, ja, ich bin genau ihrer Anleitung gefolgt, also der von UNET Boot-In, und habe die Knoppix auf den Stick geflasht und das bootet nicht. Ja, das rauszufinden, dass er das falsche Tool verwendet hat, ist erstmal die erste Hürde und dann muss man halt sagen, nee, bitte das Image 1:1 brennen. Und nicht irgendwelche Tools verwenden. Du solltest es niemals UNET Boot-In oben hinschreiben. Ja, stimmt. Aber wer liest schon Anleitungen? Wenn er der Anleitung folgt, liest er das hoffentlich. Ja. Gut, gehen wir wieder etwas mehr in der Reihenfolge. Ja, die ganzen Treiber für Grafik, für Sound und so weiter sind mit dem Kernel natürlich aktualisiert worden. Ein paar Highlights. Compiz ist im Moment noch selbst kompiliert drauf. Demnächst, also mit der Version 8.4 vielleicht, nehme ich wieder den aus Debian, den Compiz. Die haben ihn wieder mit aufgenommen, deswegen brauche ich keine eigenen Pakete mehr zu bauen. Ja, Systemd, das große leidige Thema unter Linux. Welches Startup-System ist das Richtige? Und inzwischen machen fast alle Systemd, der halt sehr viele Abhängigkeiten nach sich zieht. Damit so Sachen wie der Network Manager funktionieren, muss ich den Systemd mit drauf haben aktuell. Aber es werden nur die Teile verwendet, die wirklich gebraucht werden. Und Systemd wird nicht fürs Hochfahren verwendet, sondern ein ganz normales Shell-Skript. Ja, LibreOffice ist in der Version 6.1.0 RC3, das war die aktuellste bei der Erstellung des Images, installiert. Auch mit dem PDF-Export-Plugin, das können wir uns unter Open-Source-Tools später nochmal genauer angucken, finde ich sehr, sehr praktisch. Präsentations-PDFs mit LibreOffice, die man dann auch noch weiter editieren kann. Ja, GIMP in der Version 2.10. Standardmäßig startet der jetzt mit einer etwas düsteren Oberfläche. Das habe ich für die Knoppix wieder auf die Standardoberfläche, die helle Oberfläche gesetzt, damit das Look and Feel ähnlich ist wie früher. Also rein optisch unterscheidet er sich jetzt nicht von dem alten GIMP, aber hat ein paar Plugins mehr. Der aktuelle Chromium und auch Firefox. Und zum Firefox habe ich letztes Jahr schon sagen müssen, dass wir uns vom Sound bei Firefox verabschieden mussten. Warum? Es gibt eine Entwicklerdiskussion auf der Mozilla Bugtracking-Liste und da hat ein Entwickler von sich aus entschieden, dass Firefox in Zukunft nur noch über das Pulse-Audio-Soundsystem Sound abspielen darf, weil das sicherer wäre. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also es geht wohl darum, dass es nicht auf ein Gerät abspielt, direkt Soundausgabe auf die Lautsprecher, sondern über ein Netzwerksocket. Das soll sicherer sein. Deswegen wird ALSA nicht mehr unterstützt. Man braucht also einen Pulse Audio Sound Server, der muss laufen. Leider kollidiert der mit der Accessibility, weil viele Funktionen von Orca und vom Screenreader SBL laufen direkt über ALSA und wenn auf diesem Gerät schon ein Pulse Audio Daemon horcht, dann kann es sein, dass die sich gegenseitig blockieren. Das heißt, ein blinder Mensch könnte keinen
Sprachausgabe mehr hören, im schlimmsten Fall, damit der Firefox YouTube-Videos abspielen darf. Da entscheide ich mich halt lieber dafür, dass die Sprachausgabe noch funktioniert und Firefox bleibt jetzt halt im Moment stumm. Man kann den Pulse Audio Sound Server auf eigene Gefahr starten, dann funktioniert die Soundausgabe in Firefox wieder. Ich habe es jetzt halt vorerst so gelöst, dass ich gesagt habe, ich bin mit dieser Änderung nicht einverstanden und da wir Open Source haben, entscheide ich mich dann einfach für einen anderen Browser. Das ist ausgerechnet der Google-Browser Chromium, die Open-Source-Variante vom Chrome sein muss, ergab sich einfach daraus, dass der am populärsten zu sein scheint. Der kann am meisten, damit funktioniert YouTube auch ohne Pulse Audio und die meisten anderen Dinge, die man so übers Web an JavaScript-Applikationen bekommt. Deswegen habe ich dort ausnahmsweise den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und habe mich für den Browser entschieden, den sowieso 70% der Benutzer verwenden. Aber immerhin die Open-Source-Variante, keine proprietären Bestandteile drin und der ersetzt halt den Firefox als Standardbrowser. Firefox kann man immer noch aus dem Menü heraus starten, das geht, aber muss dann dort halt auf Ton defaultmäßig verzichten. Gut, ja, Adblock Plus bzw. das uBlock Origin habe ich inzwischen drauf als Adblocker und der Firefox unterstützt zusätzlich NoScript. Der ist eigentlich der sicherere Browser von den beiden. Ja, was auch mit drauf ist, das habe ich unter Highlights ganz vergessen zu erwähnen, kann man aber in der gebooteten Knoppix dann sehen, ist der Tor-Browser. Hin und wieder möchte man mal anonym bleiben, wenn man auf Webseiten was nachsieht und nicht zurückverfolgt werden möchte. Das heißt nicht, dass man kriminelle Sachen mit dem Computer machen soll, sondern einfach, dass die eigene IP-Adresse nicht rausgegeben wird. In manchen Ländern ist es durchaus überlebensnotwendig, dass man seine IP-Adresse verstecken kann. In anderen hilft es einfach, lästige Werbung loszuwerden, dass die Spammer die eigene Domain rausfinden und einem dann Werbemail schicken, bloß wenn man mal auf einer Seite auf irgendwas geklickt hat, was dann einen Cookie gesetzt hat und für alle Ewigkeiten sagt, der Knopper, der steht auf Bücher über Mozart und so. Na, das möchte ich nicht und deswegen verwende ich auch hin und wieder für Anonymisierung diesen Tor-Browser, der ein eigener Webbrowser ist. Das ebenfalls drauf, würde ich durchaus auch als eins der Highlights sehen. Ich hätte eine Frage. Ja? Möchte man mal unter Aufsicht ins Tor, also in das Darknet einsteigen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wir können ja mal gucken, ja, soll ja auch Workshop-Charakter haben. Es gab durchaus auch unter den Studenten so Rückfragen zum Thema Security. Können wir mal in das Darknet reingehen und gucken, was es da gibt? Es ist halt so eine Sache, auf welchem Pflaster bewege ich mich? Klar, der Tor-Browser schützt einen davor, dass die eigene IP-Adresse rausgeht. Wenn man im Darknet aber was kauft, auch nur zum Spaß, auch mit Bitcoins, erzähle ich später auch was drüber, ist man nicht wirklich anonym, denn die Waren müssen ja irgendwie verschickt werden. Das heißt, der Versender braucht schon mal irgendeine Art von Adresse. Über Bitcoins kriegt er auch raus, wo ich diese Bitcoins gekauft habe. Da steht im schlimmsten Fall Hochschule Kaiserslautern. Dann denkt er schon, oh, Polizei und dann kann es üble Dinge geben. Also zum Umgucken, ja, Webseiten besuchen, die versuchen sofort rauszukriegen, wer du bist. Das ist halt, man merkt das dann sofort, dass der Tor-Browser auch entsprechende Meldungen wirft. Hier will jemand einen Cookie setzen, hier will jemand den Standort abfragen. Das machen die halt so. Ne? Die sind teilweise noch frecher als die kommerziellen Anbieter. Und naja, und im Darknet bewegen sich halt auch viele Kriminelle, die das nicht gern haben, wenn man einfach nur mal gucken will, was die da so machen, fühlen sich dann verfolgt und versuchen einen halt auch zurückzuverfolgen. Ja, also als Lehrer würde ich im Unterricht auch allenfalls Screenshots zeigen. Auf Heise kann man einen Artikel lesen, wie man ins Darknet kommt. Und gibt auch ein paar Screenshots, wo man sehen kann, so schön aufgebaute Webseiten. Wie sieht aus wie Amazon mit Preisen, mit unterschiedlichen Währungen, mit Rabattaktionen. Nur die Produkte sind ein klein wenig anders. Von Drogen bis hin zu Atomsprengköpfen und so weiter. Das bitte rausschneiden, sonst schmeißt uns YouTube das Video weg. Kriegt man dort alles, auch wirklich schlimme Dinge und das
ja, als Screenshot okay, aber ich würde nicht unbedingt auf so eine Seite gehen, das wird einem teilweise schlecht davon. Gut, ja, ich habe es mal mental notiert. Wir schauen mal, dass wir den Tor-Browser, dass wir einen sinnvollen Einsatz für den Tor-Browser finden. Gut. Den Tor-Browser. Es gibt zwei Starter für den Tor-Browser in der linken Seite. Ich würde den unter Knoppix nehmen. Unter Knoppix gibt es Tor-Proxy. Der startet nämlich einmal den Tor-Dienst und zwar nur im Client-Modus. Der Server-Modus ist in Deutschland nicht erlaubt, dass man also selber als Proxy auftritt für andere, weil dann sämtliche Inhalte, die nicht erlaubt sind, die über den eigenen Rechner geschickt werden, trotz Verschlüsselung als Besitz gelten. Ja, das heißt, ich besitze dann Webseiten über Drogen, über Waffen und so weiter und wäre strafbar. Deswegen ist der Tor-Proxy hier in der Konfiguration installiert, dass er nur Client ist. Ja. Aber auch die Fehlermeldung. Okay, dann habe ich da einen Fehler eingebaut. Dann vielleicht doch die Variante unter Internet gucken. Tor-Browser oder Tor-Browser-Launcher-Settings, die müsste dann gehen. Ah, okay, nehmen wir das unter Bugs auf. Muss ich mir dann angucken. Tor Browser startet nicht. Ja, man muss zuerst in den Settings umstellen, dass er den tatsächlich herunterladen soll. Da muss man ein Häkchen setzen. Aha. Wenn man im Internet unter Tor Browser Settings geht und das hat bei mir so funktioniert. Und Download over System Tor, ein Hackerl setzt. Tor Browser Launcher Settings? Ja. Und bei Download over System Tor ein Häkchen setzen. Da kommt auch schon eine Fehlermeldung. Ja. Ich boote es gleich mal dann. 16 GB Variante? Ja. Vielleicht mal den Stick tauschen. Möglicherweise ist es ist er nicht richtig geflasht gewesen. So. Ja. Gut, zu den Boot-Optionen. Ja, ich starte es einfach mal durch. Also es gibt auch den Modus für Blinde wieder, den Adriane Desktop. Es hat sich seit den letzten beiden Versionen an dem aber nichts geändert. Da gab es keine neuen Anforderungen. Der YouTube-Player scheint nicht ganz zuverlässig zu funktionieren, der ohne Videos einfach nur die Sounds runterlädt. Das habe ich auch als Bug gemeldet bekommen. Ansonsten ist alles bei dem Adrian Desktop beim alten. Gut, boote ich also einfach mal, ohne irgendwas anzugeben, lädt er hier automatisch den 64-Bit-Kernel. Dann sehen wir den Bootvorgang von Knoppix nochmal. Ja, die Hardware-Erkennung. Und dann sollte der grafische Desktop starten und dann probiere ich dort gleich das mit dem Tor-Browser aus. Also wenn es hier funktioniert, aber auf deinem Stick nicht, dann ist beim Flashen des Sticks was kaputt gegangen. Kann man auch nicht abmelden, wenn er sagt, so wenig hat. Oh, das ist außergewöhnlich. Da muss ich mal gucken, vielleicht... Ja. Gut, also ich probiere das mal unter Knoppix mit dem dortigen Starter, ja, Tor-Proxy. Ist eigentlich immer der empfohlene Weg, alles über das Knoppix-Menü zu machen, was da drin ist, weil dann sind die richtigen Rechte gesetzt, die Dienste werden gestartet und so. Der Tor-Proxy läuft jetzt schon im Hintergrund als Client. Gut, Tor wurde gestartet. Mit dem Hinweis, dass man jetzt auch, wenn man möchte, von Firefox oder Chromium aus direkt auf den Tor-Port gehen kann. Aber man sollte, das hat einfach den Hintergrund, dass auch Chromium und Firefox sehr viel über den eigenen Rechner verraten können. Man sollte doch eher den Tor-Browser starten. Der wiederum braucht eigentlich diesen Proxy-Server nicht. Enthält ein paar weitere Sicherheitsfeatures. Und der macht am Anfang halt einen Download. Und da könnte es vielleicht tatsächlich sein, wenn aus irgendeinem Grund zu wenig RAM da ist und keine Dateien mehr geschrieben werden, ja, dann... Stick geht's jetzt. Okay, nein, dann war es tatsächlich einfach nur ein Stickfehler.
Ja, der aktualisiert sich automatisch, damit man immer die neueste Version hat. Also da wird viel Wert auf Sicherheit gelegt. Tor ist auch an sich nichts Illegales. Das ist ein sogar staatlich gefördertes Open-Source-Projekt gewesen für Anonymisierung, für sicheres Surfen im Internet, in der Richtung, dass man nicht zurückverfolgt, keine Cookies gesetzt bekommt, dass die IP-Adresse nicht weitergegeben wird. Das ist für manche Dinge ist es durchaus sicherheitsrelevant. Ich würde Tor natürlich nicht verwenden, um irgendwo einkaufen zu gehen, denn da will man sich ja gerade anmelden und mit den Cookies, die man schon hat, seinen Warenkorb verwalten, und das gibt der Tor-Browser nicht her. Ich kann es mal auf meinem nativen System starten, weil da ist der Tor ja schon installiert. Der sollte dann eigentlich auch sofort loslaufen. Internet, Tor-Browser. Dass das Download da jetzt nicht funktioniert, liegt wirklich nur an den Hacker in den Settings. Also Okay, die habe ich vergessen hier zu ändern. Dann mache ich das noch schnell. So. Und. Internet, Tor Browser Launcher Settings. Okay. Das ging vorher mal ohne. Force down in Tor Browser. Okay. Gut, okay. Also dann vermerke ich das unter Known Bugs. Tor Browser startet nicht, stimmt also nicht, sondern Tor Browser muss per Settings erst auf Download over System. Damit der Download funktioniert. So, es kann natürlich sein, dass Verbindungen ins Tor-Netzwerk, zumindest der Port, der dafür häufig verwendet wird, hier im Hotel gesperrt sind. Dafür gibt es dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Es wird eine Verschlüsselung, jetzt weiter, einstellen. Eine Brücke auswählen, das ist ja witzig. Funktioniert in China. Ja. Gucke ich mir später an, woran das liegt, aber das können die lokalen Netzwerksettings sein, die das erstmal versuchen zu unterbinden. Wobei, wie gesagt, Tor nichts Schlimmes ist an sich. So, da ist er jetzt inzwischen so weit, dass er den Tor-Browser runtergeladen hat. Dann mache ich erstmal weiter mit den Folien. Stück zurück. So, KDE und GNOME sind beide drauf und Wine ist auf die Version 3.1 aktualisiert worden. Auch da laufen dann wieder ein paar mehr von diesen ganzen Windows 3D-Spielen, die ansonsten eine Windows-Installation voraussetzen, aber auch natürlich Anwendersoftware wie zum Beispiel Steuererklärung mit Elster und Co. Die brauchen ja auch teilweise Windows und da wird bis zu Windows 10 emuliert. QEMU KVM ist installiert, Version 2.11 zur Paravirtualisierung von Computern.
erlaubt es auch mit ein paar Tricks Raspberry Pi Binaries unter Intel oder AMD Linux auszuführen. Dazu gibt es einen kleinen Bug, der sich auf den X-Server bezieht, auf den Cirrus, auf die Cirrus-Grafikkarte, die emuliert wird. Das kommt etwas später bei Known Bugs. Ja, weitere Highlights, Everything 3D, also Blender, FreeCAD, Libre, CAD Slicer, und wir werden uns zum Thema Voronoi-Muster auch das Programm MeshLab angucken, womit man 3D-Scans nachbearbeiten kann und eben auch 3D-Objekte verändern, Löcher reinbohren oder organische Muster draufsetzen. Knoppix hat, kommt in drei Darreichungsformen, einmal ein Layout für DVD und ein Flash-like DVD-Format mit Auto-Resize. Wenn ich also mit DD oder Copy Knoppix auf den Stick brutzel, dann wird beim ersten Starten die letzte Partition auf die volle Größe gezogen. Ja, für Computer, die nur von CD, aber nicht von DVD oder USB-Stick starten können, gibt es im Verzeichnis Knoppix eine bootfähige Mini-CD. Ja, das ist dieses bootonly.iso. Das ist gerade mal 14 Megabyte groß. Ist nur der Linux-Kernel drauf und ein Skript, was im Rechner sucht, wo per USB oder per DVD-Laufwerk eine Knoppix angeschlossen ist. Die einzelnen Overlays enthalten einmal das Knoppix-Basissystem mit allen wichtigen Tools. In Knoppix 1 sind die ganzen 3D-Programme drin, also der Blender, OpenSCAD, MeshLab und so weiter. Knoppix 2 sind die Add-ons fürs Linux-Magazin, jetzt hier für den Kurs auch mit abgelegt zum Ausprobieren, inklusive Docker. Und Knoppix 3 enthält auch eine Arduino-Umgebung. Wer im Unterricht Mikrocontroller verwendet, kann hier mit dem Arduino-GUI auch Programme für Arduino erstellen, kompilieren und auch hochladen. So. Ja, was ich entfernen musste, der Kernel-Patch funktioniert nicht mehr. Das liegt daran, dass der TCP-Stack unter Linux etwas umgestellt worden ist, ist das TCP-Stealth. Ich fand das ganz praktisch, da musste man beim Verbindungsaufbau so eine Art Passwort mitschicken, damit überhaupt erkannt wurde, dass auf dem Zielrechner ein Server läuft. So konnte man den SSH-Port wirklich gut verstecken. Der lieferte für alle anderen Fälle, wenn man nicht mit dem richtigen Passwort anfragte, immer ein Connection Refused. Funktioniert mit den neuen Kernels leider nicht mehr, deswegen ist dieser Patch rausgenommen worden. Für die Package Beaver brauche ich wieder ein Peer Review. Ob das so funktioniert wie gewünscht, also die Erweiterung Beaver für LaTeX. Dann das Highlight von der CeBIT, ein Docker-Container innerhalb von Knoppix. Ist jetzt nur in der Knoppix-Tage-Edition drin, um ein Knoppix innerhalb eines Docker-Containers zu konfigurieren und zu starten. Man bekommt dann eine Root-Shell, die aus einem solchen Container heraus läuft. Ebenfalls ein Special des Knoppix KVM. Knoppix innerhalb von Knoppix starten. Wenn man es den Schülern nochmal zeigen will, wie die Boot-Optionen aussehen und so, muss man nicht neu starten, sondern kann einfach auf Starte Knoppix in KVM klicken und dann startet der USB-Stick oder die DVD sich selber nochmal in einem KVM. Und weil es sich anbietet und nicht viel Arbeit kostet, Knoppix in Change Root, KH Root habe ich das genannt, in einen Ordner wechseln und dort eine Knoppix-Shell starten. Ist sozusagen die leichtgewichtigere Variante bezüglich des Docker-Containers. So, unser Tor-Browser wäre jetzt innerhalb von Knoppix soweit fertig. Klappt sogar mit der Verbindung erstaunlicherweise. Warum eigentlich? Außerhalb der von Knoppix ging es jetzt nicht. Ah doch, ja, dann wird das anscheinend blockiert. Gut, gucke ich mir wie gesagt später an, dass wir das auch mal ausprobieren können. Ich starte das mal mit dem Knoppix in Knoppix. Es geht relativ fix. Knoppix, Start Knoppix in KVM. Ja, kurzes README, also KVM ist eine Hardware-beschleunigte Open-Source-Virtualisierungslösung,
Die kennen die meisten auch, um Windows unter Linux zu starten und Knoppix in KVM starten. Startet einfach das gleiche aktuell laufende System nochmal innerhalb von KVM. Ja, jetzt muss man sich das mal überlegen, was wir hier jetzt eigentlich gemacht haben. Ich habe hier außen ja mein Host-System, ja, da läuft die Präsentation. Innerhalb dessen habe ich Knoppix in KVM gestartet. Und innerhalb dieses im KVM gestarteten Knoppix läuft das Knoppix jetzt nochmal in der Virtualisierung. Also hier, also der Virtualisierer virtualisiert. Spannende Herausforderung. Ist das gedacht, das Sandbox oder nur zu Demonstrationszwecken? Ja, ich halte ja auch Kurse über Betriebssysteme. Und normalerweise kriegen die Schüler und Studenten halt einen USB-Stick oder eine DVD, sollen auf ihrem Rechner booten, aber viele Rechner sind so eingestellt, dass sie das nicht mehr können oder nicht wollen. Und so kann ich zumindest mal zeigen, wie es aussehen sollte, wenn es funktioniert, indem ich innerhalb eines laufenden Knoppix-Systems nochmal Knoppix in einer Virtualisierung starte. Ja, einfach per Klick. Es ist ein abgeschlossenes System. Ja, es läuft in der Virtualisierung unter Knoppix nochmal der gleiche USB-Stick. Der wird auf Read-Only geschaltet, damit er sich nicht selber zerstört durch doppeltes Schreiben auf den gleichen Stick. Bedeutet aber auch, wenn ich in der laufenden Knoppix-Session zum Beispiel diesen Stick modifiziere, Daten austausche, dann wird mir irgendwann die virtualisierte Variante abstürzen, weil ich ja deren Container verändere. Ja, sollte im normalen Betrieb nicht auftreten. Alle Knoppix-Dateien werden nur Read-Only verwendet und die schreibbare Partition wird ja in der Virtualisierung nicht verwendet. Ja, also hier kann ich Knoppix nochmal innerhalb von dem laufenden Knoppix-System starten. Mit dem gleichen Datenträger, brauche also nicht nochmal ein extra Image runterzuladen. So, dann die Docker-Lösung. Kann ich etwas verschieben, damit ich an mein Menü komme. Ja, das ist dieser Punkt Knocker, also Start Knoppix in Docker. Wer hat von Docker noch nie was gehört? Gut, so ging es mir vor geraumer Zeit auch. Und da so viele davon reden, dass Docker ja doch eine gute Alternative ist zu Virtualisierungslösungen, weil vieles nativ auf dem System läuft und das Bauen von solchen Containern besonders gut unterstützt wird, habe ich mir das anlässlich der Knoppix 8.3 mal etwas genauer angeguckt und bin auf die Idee gekommen, ähnlich wie bei diesem Knoppix nochmal in KVM starten, das gleiche auch in einem Docker-Container zu machen. Ja. Change Root könnte einigen bekannt sein. Change Root bedeutet, man wechselt in einen Ordner und erklärt diesen Ordner zu dem neuen Basissystem. Man nimmt also an, in dem Ordner ist ein installiertes Linux und man startet dieses installierte Linux, indem man dort einfach eine Shell aufruft und dann innerhalb des Containers mit eigenen Libraries, eigenen Programmen und so weiter arbeitet. Das geht unter Linux schon die ganze Zeit. So baue ich auch das Knoppix-System zusammen. Da brauche ich also keine Virtualisierung für. Der Docker geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wir trennen nicht nur über Ordner das Hauptsystem vom Gastsystem, sondern wir verstecken auch alles andere. Wir sorgen also dafür, dass das Gastsystem von dem Host nichts sieht. Weder Prozesse, noch Laufwerke, noch Speicher, noch sonst irgendwas. Es versucht also eine hermetische Trennung, ähnlich wie bei einer Virtualisierung, aber ohne dass ein Rechner simuliert wird. Ja, also so eine Art Mittelding zwischen PC-Emulation und einen Change-Root-Ordner, so eine Art Virtualisierung Lite. Was bedeutet das? Um einen Docker-Container zu starten, muss ich erstmal ein Betriebssystem installieren. Das kann zusammengesetzt werden aus Komponenten, die ich eh schon installiert habe. Ich könnte also sagen, nimm einfach die Root-Partition von meiner Festplatte und benutze die als Basis und obendrauf installierst du bitte folgende Programmpakete, aber in einen separaten Ordner. So verändert man sein Basissystem nicht und kann trotzdem neue Programme hinzuinstallieren, die dann in diesem Container drin sind.
Dann gehe ich in den Docker-Container rein und kann diese Programme starten. Es sieht aus, als hätte ich mein System modifiziert. Sobald der Docker-Container wieder gestoppt ist, ist alles wieder beim Alten. Ja? So ist es gedacht, ist eine ganz feine Sache und Docker-Container können auch inkrementell aufeinander aufbauen. Man kann dann was dazu installieren oder was ausblenden. Und da dachte ich, da liegt diese Idee doch nahe, ich habe ja schon ein laufendes Knoppix, dann sperre ich dieses Knoppix nochmal in den Docker-Container ein, also mounte alles einfach in diesen Container rein und lasse es dann wieder laufen. Ja, Pustekuchen, so einfach ist es nicht. Docker hat nämlich einen, wie ich eigentlich finde, Bug. Wenn ein System auf diesem AUFS, also dem Verzeichnisse übereinander liegen, wie Knoppix das ja macht, um komponentenweise Sachen aus diesen Knoppix-Containern reinzumounten, das unterstützt Docker nicht. Ja? Das heißt, das Basissystem muss wirklich ein nackiges Linux sein, was auf einer Platte installiert ist, wo noch ein Overlay-Filesystem keine Rolle spielt. Ja? Wie löst man das Problem? Man legt einen neuen Ordner ein und legt in diesem sehr, sehr viele Links an, kopiert teilweise auch Dateien rein, sodass es ein Ordner ist, der mit dem AUFS, was drumherum gebaut ist, nichts mehr zu tun hat. Ist ein bisschen aufwendig, wäre ansonsten sehr, sehr viel einfacher gewesen, aber durch diese Knoppix-Spezialität mit dem Overlay-Dateisystem war das notwendig. Insofern dauert es jetzt ein bisschen, wenn man hier auf Start Knoppix in Docker klickt. Da wird jetzt erstmal ein Change Root Environment zusammengebaut, also ein neuer Ordner angelegt. Sehr viele Symlinks auf das Knoppix-System, ohne dass irgendwo ein Overlay zum Tragen kommt. Und dann wird dieser neue Ordner für Docker als Basissystem definiert und ein neuer Read-Write-Ordner obendrauf gemacht, wo man dann eigene Sachen installieren kann. Diese vielen Fehlermeldungen sind normal bei Docker. Ja, das sind teilweise auch einfach nur Statusmeldungen. Ja, er sagt, er hat jetzt einen Docker-Container gebaut mit dem Namen Knocker, vergibt auch so eine Image-ID, das ist so eine Art Unique-ID, wo man die unterscheiden kann. Wenn man den gleichen Container modifiziert, einen Snapshot macht von dem neuen Container, dann unterscheiden die sich in diesen IDs. Und ja, da läuft jetzt einfach eine Shell. Das sieht harmlos aus, eigentlich wie so ein Fenster, wo ich eine Shell starte. Ja, da bin ich auch root. Also noch unterscheidet es sich jetzt nicht so dramatisch von dem, was ich auch so gehabt hätte, wenn ich hier einfach eine Shell öffne und dann dort su- tippe. Kann ich gucken, was für Prozesse laufen. Mit df sehe ich, was gemountet ist und so weiter. Aber in dem Docker-Container, wenn ich dort das Gleiche mache, ps auxw, dann sehe ich, da laufen nur zwei Prozesse. Also das ist jetzt wieder wie Virtualisierung mit einer Sandbox. Ich sehe nicht, was im umgebenden System läuft. Ich habe auch keinen Zugriff auf andere Prozesse, kann die weder mit kill beenden noch sonst irgendwas machen. Und ich habe eine eigene Prozess-ID 1. Ich kann also quasi ein neues System dort booten, inklusive init oder systemd und dieses System in dem Container starten lassen, ohne dass irgendeine Hardware simuliert wird. Ich benutze also die gleiche CPU, die in meinem Hauptsystem auch drin ist. Mit df oder mount sehe ich auch nur die Dinge, die in dem Docker-Container zusammengebaut wurden. Da ist einmal das Wurzelverzeichnis, ja, wie viele Blocks, 209, das ist nicht so viel, devcloop, genau, was als var-File-System eingebunden ist, etc-hosts musste ich modifizieren, habe ich rüber kopiert in den Ordner und dann hier mit per mount mit eingebunden. Dann haben wir einige Docker-spezifische Sachen, proc-scsi, sys-firmware, das mountet der Docker da automatisch rein. Die Control Groups sind für diese Sperre wichtig, dass man keine Prozesse des Host-Systems sieht. Ja, und in diesem Container kann ich jetzt ganz normal mit Knoppix arbeiten. Ich kann sogar grafische Programme starten, wie ich, wenn ich möchte. Ja, also OpenOffice oder was Einfaches, Xclock. Habe also Zugriff auf den grafischen Desktop, nur läuft das jetzt eben aus einem separat gebooteten, also in einem Docker-Container laufenden Knoppix. Da drin kann ich jetzt mit apt-get install neue Programme installieren, mich austoben, das kommt alles in den Docker-Container rein und außerhalb des Docker-Containers verändert sich an meinem System nichts. Also durchaus praktisch.
Und man kann so weit gehen, dass man für jede Systemfunktion einen eigenen Docker-Container baut. Das trifft nämlich diese Sandbox, die vorhin genannt wurde, ganz gut. Dann mache ich einen Docker-Container für den Apache-Webserver, einen Docker-Container für die SSH. SSH, wenn ich administrieren will, ist vielleicht schlecht. Ich möchte dann ja schon einen Zugriff aufs richtige System haben. Ein FTP-Server, ein Spiele-Server. Was weiß ich noch für Serverdienste, und sollte jemand in einen dieser Dienste einbrechen können, kann er nur den Inhalt dieses einen Docker-Containers kompromittieren und kommt aus dem nicht in mein Host-System raus. Und das ist das Schöne daran, damit ist wirklich das System gut abgeschottet nach außen und es laufen nur die Prozesse, die in dem Container auch unterstützt werden. Gut, wie verlasse ich den Docker-Container? Ich beende meine Shell mit Exit. Ja. Dann wird alles, was gemacht wurde, um diesen Docker-Container zu bauen, erstmal wieder rückgängig gemacht. Und dann ist das System wieder beim Alten. Um den Unterschied zum Change-Root-Container zu zeigen, starte ich den auch. kh-root, Restart Knoppix in Change-Root-Environment. Auch das baut einen neuen Ordner zusammen, allerdings geht das etwas schneller. Ja, hier habe ich jetzt auch eine Root-Shell, bin in diesem Container eingesperrt. Ja, der sieht so ähnlich aus wie mein Knoppix-System, liegt aber einfach dran, dass da sehr viel per Symlink und Bind-Mount reingemountet ist. Aber ich sehe auch, was im Hauptsystem alles eingebunden ist, und ich habe Zugriff auf Prozesse, die in meinem Hauptsystem laufen. Es ist also nur eine Separierung auf Ordnerebene. Ich komme aus diesem Ordner nicht raus in dieser Shell, aber alles andere, Zugriff auf Prozesse, Zugriff auf Speicher, auf Laufwerke und so weiter, das funktioniert in der Change-Root-Umgebung. Also diese drei Möglichkeiten, Virtualisierung, Change-Root-Container und Docker-Container, sind hier zum Testen und damit rumspielen eingebaut, einfach aus dem Menü heraus klickbar. Und wer möchte, kann sich auch die dazugehörigen Skripte angucken. Die liegen alle unter user local bin, damit sie im Pfad sind. User local bin start Docker, genau. Da sind einmal dieses Skript, was am Anfang die Meldung anzeigt, und das new root. Das ist das, was einen Ordner erzeugt, wo alles andere des Systems reingemountet wird, was für die beiden Varianten eine Rolle spielt. Genau, das ist das Skript, um Docker zu starten. Hier kann man ganz gut sehen, wie Docker funktioniert oder wie Docker auf der Kommandozeilenebene aufgerufen wird. Diese Control Groups, die sind wie gesagt wichtig, um diese Separierung von Prozessen, Speicher und Festplattenplatz richtig machen und priorisieren zu können. Um einen Docker-Container zu erstellen, benutzt man normalerweise ein sogenanntes Docker-File. Sieht man das richtig? Ja. Da steht drin, wie der Docker-Container aufgebaut ist. Das ist super simpel gehalten. Man könnte zum Beispiel sagen, from Debian. Ne? Dann installiert er als Basissystem ein Debian. Das from sagt also, was ich als Basis nehme, und dann kommt noch, was wird dazu gemountet. Das kommt hier unten beim Laufenlassen von Docker, werden alle Knoppix-Verzeichnisse, die schon gemountet sind, hier mit mount --bind reingemountet. Nur die read-only sind, dadurch kann innerhalb des Docker-Containers auch nichts verändert werden. Übertragen wird die Display-Variable und auch die X-Authority-Variable, und dadurch habe ich von dem Docker-Container aus Zugriff auf mein lokales Display. Ja, also das Erzeugen eines Docker-Containers und das Laufenlassen eines Programms im Docker-Container ist hier in dem Skript ganz gut dokumentiert. Mehr ist es normalerweise nicht. Bei Knoppix, wie gesagt, die Besonderheit, dass man das System vorher mit Symlinks neu zusammenbauen muss, damit Docker keine Fehlermeldung wirft wegen einem bereits existierenden Overlay-File-System.
Ich muss allerdings sagen, seitdem das Feature... Ja. Nichts Besonderes, außer dass die CPU 64-Bit unterstützen muss. Deswegen musste ich hier auch statisch gelinkte 64-Bit-Binaries verwenden. Knoppix ist ja eigentlich ein 32-Bit-System von allen installierten Programmen her, nur der Kernel ist 64-Bit. Docker wird aber inzwischen nur noch für 64-Bit supported. Also habe ich statisch gelinkte 64-Bit-Binaries genommen. Die lassen sich nämlich mit dem 64-Bit-Kernel auch starten, liegen unter Opt, Docker, Static, ja, sieht man auch 1164-Bit LSB Executable Statically Linked. Und das ist wirklich alles, was man für Docker braucht. Das ist das komplette Docker-System. Ja? Einmal der Docker-D, der Daemon, der die Images verwaltet, die legt er unter var Docker oder var lib Docker ab. Dann das Docker-Frontend, wo man sagen kann Docker-Create, Docker-Run, den Container-D und ein paar Programme, die werden Docker-intern aufgerufen. Ein README dazu, da steht drin, von wo ich die runtergeladen habe, von der Docker-Homepage und welche Version das ist. Und das ist eigentlich alles, was man braucht, damit Docker auf einem System installiert wird. Also kein Debian-Package in diesem Fall, sondern statisch gelinkte Binaries, die ich in diesem Ordner opdocker static untergebracht habe. Und der Rest ist halt als Skript drumherum gebaut, damit der Docker unter Knoppix funktionieren kann. Also ein verglichen mit einer Virtualisierung doch sehr, sehr leichtgewichtiges System. Ja, was ich vorhin sagen wollte... Ich habe zu Docker sehr wenig Feedback bekommen. Also anscheinend ist die Benutzerschaft, die Knoppix benutzt, mit denen, die Docker benutzen, hat sehr wenig Schnittstellen. Ja, viele finden es gut, dass es drauf ist, aber so richtig Feedback habe ich bisher nicht bekommen, ob das was taugt, ob man damit experimentiert hat, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Ich gehe dann immer davon aus, es funktioniert alles so perfekt, dass es keinen Grund gibt, mir eine E-Mail zu schreiben. So, genau, KVM, sehr gut, ja, und die Arduino-Umgebung, die sollte man auch erwähnen. Wer also im Unterricht mit Mikrocontrollern arbeitet, der findet hier eine aktuelle Version der Arduino-Umgebung mit Klick auf dieses Arduino-IDE. Ja, kommt zwar auch eine Meldung, scheint ausführbar zu sein. Ich habe das als Shell-Skript abgelegt. Der neue LXDE ist da ein bisschen pingelig, bevor er einfach auf was ausführt. Einfach was auf Ausführen klicken und dann startet dieses Java-Programm mit Editor, mit Unterstützung für verschiedene Boards. Ein paar extra Boards habe ich noch mit eingebaut, die häufig im Unterricht verwendet werden. Und das ist so ein typisches Arduino-Programm. Kein Betriebssystem, einfach nur zwei Funktionen, eine Setup und eine Loop. Ja, Setup ist das, was ausgeführt wird am Anfang, wenn man zum Beispiel den Roboterarm oder was auch immer dort mit dem Mikrocontroller gesteuert wird, einschaltet. Dann kommt diese Setup-Routine, alles was zum Initialisieren gebraucht wird, kommt da rein. Und Loop ist das, was die ganze Zeit läuft. Das ist also eine Endlosschleife, die gestartet wird, wenn das Setup zu Ende ist. Und die kann dann halt machen, was auch immer der Mikrocontroller tun soll. Ja, hier habe ich ein Beispiel, das einige von euch vielleicht schon kennen, von den letzten Knoppix-Tagen, da hatte ich den Hut auch schon dabei. Ja, also auf dem Mikrocontroller, der hier hinten drauf ist, läuft ein solches Arduino-Programm, das einfach nur diese Augen steuert. Ja, da kann man stundenlang zugucken und denkt immer, der Hut hat sein Eigenleben. Das ist aber einfach nur eine Zufallsroutine, die Bildchen als so eine Art Video abspielt. Der Mikrocontroller, der kostet um die 5 Euro, ist also nix, ne, hat 8 Bit. Da läuft wirklich nur dieses eine Programm drauf. Der hat 4 Kilobyte Speicher, nicht Gigabyte, Kilobyte. Ja? Und das Programm an sich, das ist immerhin so 150 Kilobyte groß. Ne? Und steuert einfach die Augen. Und kann mit diesem Programm, mit dem Arduino-Programm, kompiliert und hochgeladen werden auf den Controller.
Da hat hinten eine kleine Taste, die Programmiertaste. Wenn die gedrückt wird, dann kann man ein Programm vom Computer auf den Arduino hochladen. Das als kleines Special, das halt ein bisschen Speicher gekostet hat, deswegen ist das Image diesmal etwas größer geworden, als auf eine DVD drauf passt. So, als letztes habe ich in meinem Foliensatz noch die übliche Anleitung, wie man Knoppix auf USB-Stick bekommt vom entweder von dem ISO aus oder von einem laufenden DVD-Image. Auch Installation auf Festplatte ist damit möglich. Und die Variante würde ich auch empfehlen, wenn man jetzt einen Rechner mal eben mit einem Linux beglücken möchte, der einfach jetzt für ein paar Stunden oder Tage oder Wochen mit Linux laufen soll. Dann kann man einfach den USB-Stick so, wie er ist, also inklusive der Read-Only-Dateien, auf die Festplatte kopieren und den freien Platz der Platte, der dann halt sehr groß ist, weil das Knoppix-System ja nur so um die 5 GB groß ist, kann der ganze Rest der Platte für eigene Daten verwendet werden. Mit den Updates ist es dann zwar etwas schwierig, aber das System ist auch nicht für permanent gedacht eigentlich. Also auch auf Festplatten ist die Installation erlaubt. Was neu ist, ist, dass man auch upgraden kann. Das heißt, findet Flash Knoppix ein bestehendes Knoppix-System, dann werden die Dateien Kernel und die System-Binaries überschrieben. Das eigene Heimverzeichnis, das kann erhalten bleiben. Das sieht man hier mit verschiedenen Optionen. Ja, ich möchte persönliche Daten und Einstellungen behalten. Das wäre die empfohlene Variante. Variante B wäre alle Modifikationen behalten, das wird aber nicht empfohlen. Es kann ja sein, dass auf der neuen Knoppix-Version ein Programm in einer neueren Version drauf ist, als das, was ich selber installiert oder aktualisiert habe. Oder man löscht alles, was auf dem Stick drauf ist oder auf der Festplatte und fängt von vorne an mit der Installation. Ja, also das geht, man kann ein System, ein Knoppix-System auch aktualisieren, indem man als Zieldatenträger das alte Knoppix-System auswählt und von einem neuen Knoppix USB-Stick oder DVD gestartet hat. Voraussetzung ist natürlich immer, dass genügend Platz da ist für das Update. Ja, das schreibbare Overlay, normalerweise macht man dafür eine eigene Partition auf dem Stick, das kann man über das Flash Knoppix einrichten, oder eine Overlay-Datei, die darf dann aber nicht größer als 4 GB sein, das wäre zum Beispiel auf einer Kamera oder einem anderen Datenträger, wo ein FAT32 formatierter Datenträger drin ist, den man nicht löschen oder neu partitionieren möchte. Dann kann man einfach eine zusätzliche Datei anlegen, die als Overlay verwendet wird. Ja, dann kann man von der Digitalkamera den Rechner booten, die sich dann als Festplatte zu erkennen gibt. Legt man kein Overlay an, dann bleibt es read-only. Dann kann man also keine Änderungen speichern. Gut, Größe kann man einstellen. Man kann auch massenhaft Sticks flashen, so habe ich unsere USB-Sticks geflasht mit einem USB-Hub, wo man dann 10, 20 oder mehr USB-Sticks reinstecken kann. Das ist die entsprechende Kommandozeile dazu, vor I, in und dann Buchstabe B bis K, das kann man so schreiben, in geschweifte Klammer auf, dann Anfangsbuchstabe, zwei Punkte, nicht drei, und der Endbuchstabe und geschweifte Klammer wieder zu. Dann wird die Variable I vom Buchstaben B bis Buchstaben K durchlaufen gelassen und dann kommt die lange Kommandozeile, Flash Knoppix, minus F für Force, minus MP heißt Methode Partitionierung, minus P 3500, dann ist die Overlay-Partition 3,5 GB groß und dann kommt der Datenträger DEF-SD-$I, wird ersetzt durch einen dieser Buchstaben B bis K und dann kommt das ISO-Image, was dort geflasht werden soll. Durch das Kaufmannsund am Ende sorgt man dafür, dass alle diese Flash-Knoppix-Kommandos parallel gestartet werden. Ja, dann hat man 10, 20, 30 Fenster auf dem Bildschirm, wo parallel auf die Sticks geschrieben wird. Wenn man sich das nicht traut, so viele auf einmal zu flashen, manche USB-Controller werden dann unglaublich langsam, dann kann man das Kaufmannsund auch weglassen, dann macht er das Stick für Stick durch. Ja, mit Update Security kann man wichtige Security-Updates einspielen, ohne das komplette System zu aktualisieren.
Ich habe noch was vergessen beim Flash-Knoppix, was relativ wichtig wäre, nämlich die Tatsache auf Wechselmedien, dass man ein Knoppix-System auch remastern kann. Ja, leider keine Flash-Disks gefunden, das stimmt. Ausführen. Ah, wunderbar. Dann überschreibe ich meine Harddisk. Das ist aber keine echte Harddisk natürlich, sondern eine emulierte. So, das ist neu. Möchten Sie Knoppix remastern? Alles, was bisher am Knoppix-System verändert wurde, wenn ich also ein neues Programm installiert habe oder einfach nur Bookmarks im Browser angelegt, dann werden diese Änderungen als neues komprimiertes Image mit auf den Stick geschrieben. Das macht es für den Lehrer enorm einfach, eigene Änderungen einzupflegen. Das Komprimieren kann, je nachdem wie viele Daten das sind, sehr lange dauern und auch viel Speicher in Anspruch nehmen während der Komprimierung, aber führt eben dazu, dass ein neues Overlay entsteht, wo nur die Änderungen bezüglich des Basissystems drin sind. Um es nochmal zu zeigen, ich spreche über diese Dateien hier, Knoppix, Knoppix 1, Knoppix 2, Knoppix 3. Mache ich jetzt das Remastering, kommt eine Knoppix 4 hinzu, die die Änderungen bezüglich der anderen enthält. Ja, das kann man bis zu 8 Overlay-Dateien unterbringen, die da einfach in alphabetischer Reihenfolge in dem Knoppix-Verzeichnis drin liegen. Gut, womit wir gleich zu den ehrlichen Bugs kommen, auf die ich teilweise keinen Einfluss habe, aber trotzdem erwähnen möchte, dass es die gibt. Der QEMU benutzte bis zur Version 2.5 als Standardgrafikkarte die eine Cirrus. Die hatte den Vorteil, die war klein, der Treiber war recht schmal, die konnte auch 3D, aber die funktioniert in den aktuellen QEMU-Versionen anscheinend nicht mehr so wie früher. Jedenfalls hängt sich ein Knoppix, was standardmäßig über diese Cirrus-Grafikkarte ausgegeben werden soll, leider auf. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob es am QEMU liegt oder ob es an dem Cirrus-Treiber unter Debian liegt. Das Problem ist eigentlich keins, weil standardmäßig startet der QEMU seit Version 2.8 sowieso mit einer anderen Grafikkarte. Wer aber noch ältere Skripte hat, wo drin steht QEMU-VGA Cirrus, sollte diese ändern und stattdessen reinschreiben QEMU-VGA STD für eine Standardgrafikkarte, die auch OpenGL fähig ist. Ja, das mit dem Firefox, dass der keinen Ton mehr abspielt, auf ALSA-Systemen hatte ich schon erwähnt und das haben wir gerade rausgefunden. Der Tor-Browser muss in den Settings erst auf Download over System-Browser gestellt werden, damit der Download funktioniert. Eventuell passe ich das noch an, bevor die Version tatsächlich online geht. Und noch ein Bug auf dieser Folie steht oben noch 8.1, das muss natürlich 8.2.1 heißen, die aktuelle Version. So, ja, der Tipp ist noch von den letzten Knoppix-Tagen. Wie kann man unter Windows einen USB-Stick als virtuelle Festplatte für VirtualBox benutzen? Da gab es eine Anleitung. Hier steht das Kommando dazu, um den entsprechend einzurichten. Dafür gibt es anscheinend in VirtualBox keinen Button, um USB-Laufwerke zu virtualisieren. Gut, damit bin ich mit den Neuerungen oder mit Neues von Knoppix erstmal so weit durch. Und ich glaube, wir haben uns eine Pause verdient. Darf ich noch ja, stellen? Natürlich. Thunderbird ist mit Version 52 drauf. Ja. Jetzt gibt es die 60er Version. Wie aktualisiere ich das bei Knoppix? Genau. Update von Knoppix. Schreibe ich das am besten hier noch mit den Tipps mit rein. Folien. Doppeln. Wie aktualisiere ich ein Programm in Knoppix? Fragezeichen. Ja, versuchen wir das mal live. Ich habe das Knoppix ja hier schon laufen. Zwei Varianten. Wir können gucken, ob es das als Security-Update gibt. Also Update Security. Ja,
Ja, das holt sich hier erstmal die Datenbank der installierten und installierbaren Pakete und guckt dann, ob irgendeins von den bereits installierten Paketen im Bereich Security markiert ist, dass es dort ein wichtiges Sicherheitsupdate gäbe. Bei einem Mail-Programm würde ich das eigentlich intuitiv annehmen, es sei denn, es hätte sich an den Sicherheitseinstellungen nichts geändert und es ist einfach nur mit neuen Features versehen. So, schauen wir mal, was passiert. Paketlisten wurden gelesen. Jetzt muss er ein bisschen nachdenken, wie und ob er was aktualisieren kann. Ja, durch die vielen Pakete, ich glaube, es sind über 3000, kann das schon mal ein bisschen dauern, dass er die ganzen Abhängigkeiten durchgescannt hat. Vor allem, weil das hier ja jetzt in der Virtualisierung läuft und nicht nativ, kann das schon ein bisschen CPU kosten. Die zweite Variante könnte ich eigentlich parallel dazu in einem separaten Reiter zeigen. Die zweite Variante, was zu aktualisieren, ist erstmal Datenbank aktualisieren. Das sollte man immer machen. Update. Ja, das aktualisiert die Datenbank. Und apt-install Thunderbird würde Thunderbird aktualisieren. Es kann sein, dass die neueste Version noch gar nicht in Stable angekommen ist, sondern in Unstable. Dann könnte man das noch dazu schreiben, -t Unstable. Und nachgucken, welche Versionen habe ich eigentlich. Ich glaube, Show Versions gibt es nicht, aber apt cache policy Thunderbird zeigt mir an, es gibt in Stable, also in, auch als Sicherheitsupdate gibt es die 52er Version. In Testing ist auch die 52er Version und in Unstable haben wir die 60er Version. Ja. Ah, hier will Java sich updaten, aber das breche ich mal ab, das dauert mir zu lange. Dann würde ich hier in dem Fall also wirklich mit diesem Kommando sudo apt-install-t unstable Thunderbird arbeiten. Das sudo apt-update muss immer sein, um die Datenbank zu aktualisieren. Und das hier installiert Thunderbird mit allen Dependencies aus unstable. Das Steuerung C, das war nur, weil ich denn das Kommando abgebrochen habe. Das gehört nicht dazu. Ja, ich schreibe es auch auf die Folie drauf, dann sieht man es besser. Sudo apt update. Sudo apt install -t unstable Thunderbird. Wenn man es noch neuer haben will, kann man auch -t experimental versuchen, aber da würde ich von abraten. Im Gegensatz zu unstable, was eigentlich nicht unstabil ist, sondern einfach nur neu, ist experimental wirklich komplett ungetestet. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Den Chromium, den gibt es als erstes immer, weil der Autor sehr experimentierfreudig ist, in experimental. Und da hatte ich schon etliche Versionen, die nicht gestartet sind oder die beim Starten komische Fehlermeldungen geworfen haben oder später abgestürzt sind. Also ich würde immer grundsätzlich, wenn es neu sein soll, aus unstable installieren. Wenn es stabil sein soll, aus stable und security. Und Testing ist so zwischendrin, so ein Kompromiss zwischen Stabilität und Aktualität. Testing ist immer die nächste Debian-Version, die erscheinen wird. Also die Dinge, die in Testing landen, die sind schon 2-3 Wochen in Unstable gereift und sind für gut befunden worden. Ja, also für Thunderbird wären das diese beiden Kommandos hier. Update. Unstable, das ist einfach die Kaskade, in der die Pakete reinkommen. In Unstable kommt alles rein, was neu gebaut wird. Ja, also Updates sozusagen für die nächste Debian-Version. Wenn irgendwann mal das komplette System aktualisiert wird auf eine neue Version von Debian, wir haben ja immer diese Kosenamen, Squeezy, Potato und so weiter. Wenn dann die neue Version rauskommt, dann sind die Dinge, die vorher in Unstable und dann in Testing lagen, sind dann stable.
Ja? Also Testing wird zu stable, sobald es ein neues offizielles Debian Main Release gibt. Also stable ist immer die aktuelle Version, die wird auch aktualisiert, also da kommen auch aktuellere Versionen der gleichen Paketversion rein, Security Updates und so. Testing ist wie gesagt die nächste Debian-Version, wenn man die neuen Sachen schon haben und ausprobieren will, nimmt man Testing, und Unstable ist da, wo die Sachen als erstes aufschlagen. Ja, wenn der Autor eines Programmpakets ein neues Source Code findet vom Autor und sagt, den möchte ich jetzt mal kompilieren, ja, dann macht er das, probiert aus, dass es funktioniert, und wenn das geklappt hat, dann schiebt er dieses in Unstable. Wenn sich keiner beschwert, dass in Unstable was nicht funktioniert, dann kommt das Paket automatisch nach ein paar Wochen in Testing. Und da bleibt es dann, bis aus Testing stable wird. So funktioniert es bei Debian. Das ist eigentlich ein ganz cleveres System. So kann man sich immer entscheiden, aus welchem Zweig möchte ich was installieren. Und wer neue Software haben will, nimmt Unstable. Ja, obwohl es komisch klingt, Unstable ist halt nicht wirklich unstabil. Und wer getestete Software haben will, die im aktuellen Release sowieso drin ist, nimmt Sachen aus Stable. Und kannst du dann den Befehl reinschreiben, wie du herausgefunden hast, welches? Ja, Versionstest. Ja, apt-cache-policy, das ist auf jedem Debian-System drauf, während Show-Versions nicht auf jedem Debian-System vorhanden ist. Thunderbird. Ja, muss man dazu schreiben. Brauche ich da oben sudo und unten nicht. Die beiden Befehle oben, die verändern was. Sudo apt-update verändert die Datenbank der Pakete, ja, holt also Daten aus dem Internet, installiert die nach var, lib und dann halt in die Indexdateien für die Datenbank, und apt-install überschreibt sogar Software in meinem System durch neuere. Und das apt-cache, das liest nur Daten aus der bestehenden Datenbank und kann mir dann sagen, welche Versionen von Thunderbird es in meiner Datenbank gibt und wo die herkommen. So kann ich mich dann auch entscheiden, ob ich wirklich Unstable nehmen will oder vielleicht, ob Testing ausreichend wäre. Wenn die 62er-Version von Thunderbird schon im Testing wäre, dann kann ich auch sagen, sudo apt-install-t Testing Thunderbird. Wenn ich minus t unstable weglasse, was macht er dann? Dann nimmt er das, was als System Default eingestellt ist, und das ist bei Knoppix tatsächlich Testing. Bei anderen Debian-Versionen ist es immer Stable. Ja. Dann würde also geguckt, ob es in Stable bzw. Testing eine neue Version gibt. Und bei minus t unstable sage ich, bitte nimm das aus unstable und auch alle davon abhängigen Programme oder das, wovon das Programm abhängt, ebenfalls aus unstable installieren. Man kann auch sozusagen das Ganze chirurgischer machen und sagen, ich möchte eine bestimmte Version aus einem bestimmten Repository. Das ist dann schon eher für Fortgeschrittene, aber ich schreibe es trotzdem mal auf. Für fortgeschrittene bestimmte Version aus bestimmtem Repository. Sudo apt install Thunderbird aus Testing oder sudo apt install Thunderbird, und dann gebe ich mit einem Gleichheitszeichen die Versionsnummer an, die ich mit apt-cache-policy rausgefunden habe. Und das kann ich bei jedem Paket machen. Ich kann also auch mehrere Pakete in einer Kommandozeile installieren und bei jedem Paket angeben, in welcher Version das installiert werden soll und aus welchem Repository es kommt. Ja, und so kann man sich manchmal behelfen, wenn gar nichts mehr geht. Es gibt Fälle, wo dieses minus t unstable nicht funktioniert, weil es dann heißt, ja, Thunderbird kann ich aus unstable installieren,
aber da gibt es ein Programm, von dem Thunderbird abhängt, und das ist in Unstable inkompatibel zu dem, was unter Testing oder Stable verwendet wird. Ja, dann kann ich mit den Sachen hier unten arbeiten und dann zum Beispiel sagen, sudo apt-install-t stable, aber gebe dann an, dass Thunderbird aus Testing oder Unstable installiert werden muss. So kann man sich manchmal behelfen, wenn sonst nichts mehr geht. Und da sieht man schon, dass die Kommandozeile hier auch den grafischen Tools weit überlegen ist. Bei den grafischen Tools kann ich halt nur ein Häkchen setzen für die Versionsnummer. Ja? Magst du zu apt-image was sagen? Apt-image? Ja. Kenne ich nicht. Na, diese, wo man komplette Pakete installiert als Binary. Also nicht einmal installiert, sondern nur runterladen und startet. Ach, ich wusste gar nicht, dass das geht. Oh. Zeigst du, wie es geht? Nein, weiß ich nicht. Also, ich kann es machen. Schauen wir mal. Nein, das ist so ein Workshop-Charakter. Ja, ich kann es auch gerne mal was. Ich glaube, apt-image ist eine Webseite, auf der du Pakete runterladen kannst, die du auch schmeißt auf die Platten und startest das einfach als Binary. Okay. Und da kannst du zum Beispiel FreeCard und diese ganzen Sachen fix fertig nur zum Anstarten. Finde ich sehr cool. Ist der Linux, ist der abhängig von irgendwas. Ich würde sagen, ich recherchiere das und schreibe es mit auf. Ja, machen wir dann entweder. Ja, ich habe es bisher noch nie probiert. Ich mache das alles am lebenden System immer. Wenn es schief geht, mache ich es halt wieder rückgängig. Wenn es zum Beispiel Pakete im Repository nicht gibt, ja. und Abhängigkeiten dort sind, dann hast du mit dem eine gute Chance, dass du das probieren kannst. Okay. Apt Image. Apt-Image oder Apt-Image, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es genau schreibt. Apt-Image. Apt-Image. Minus. Wir machen ein Wort draus. Ja, diese Abkürzung Apt ist halt, ich glaube, ich ergänze noch Debian. Das, Nein, das hat nicht. Das hat den T mit dem H, das hat den P ersetzt. Apt, das T vom Apt. Apt ist gut, genau. Also das ist doch das hier, oder? Ach so, App-Image. Ich dachte Apt wie der Package Installer. Ah, okay. Nee, ehrlich, kannte ich bisher nicht. Da gibt es eine ganze Webseite dafür, mit der man, wo es so fertige Pakete gibt, ohne installieren. Quasi. Du machst das runter und sagst starten. Machst das ausführbar und startest das. Also ich vermute, dass es Programme sind, die so kompiliert sind, dass sie aus dem lokalen Ordner ihre Bibliotheken beziehen. Ja, ja. Ne? Dann braucht man sie nämlich nicht tatsächlich nicht installieren. Ja. Oder statisch gelinkt, so wie das bei dem Docker war, den ich installiert habe. Ich notiere es auf jeden Fall mal, dann werde ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Installieren eigentlich nicht einmal der richtige Ausdruck ist, sondern wirklich ausbenutzen. Also wobei natürlich Spyware und alles dann drinnen sein kann, das ist halt das Problem dabei. Ne? Ja gut, da muss man halt wieder mit Signaturen und ja. Nein, ich sag nur, ist zu bedenken in dem Fall natürlich, aber. Gut. Aber dann machen wir jetzt erstmal Pause und.